Hallo Menschen, heute kommt der I Love Spring Tag, in dem ich tatsächlich von Winky Books direkt getaggt wurde. Das ist sehr toll, vielen, vielen Dank. Ich werde euch ihren Kanal unten verlinken. Und dann geht's auch schon los. Die erste Frage hat nichts mit Büchern zu tun. Es wird gefragt, wie ist der Frühling da, wo du lebst? Da Deutschland ja kein so unglaublich großes Land ist, dass ich jetzt der Norden unglaublich von dem Süden unterscheiden würde, ist der Frühling bei mir so wie vermutlich bei den meisten von euch. Das heißt, durchmischt. Also ich erinnere mich daran, dass am Gründonnerstag Schnee gefallen ist und das dann so eine Woche später eigentlich schon zu warm war, um auch nur untätig auf dem Sofa herumzuliegen. Insofern, man hat mal das eine und mal das andere. Trotzdem sehe ich den Frühling immer noch so als eine Art Schonfrist vor dem Sommer an, weil das sind dann wirklich Temperaturen, mit denen ich nichts mehr anfangen kann. Frage Nummer 2. Was war oder ist dein meist erwarteter Buchrelease diesen Frühling? Jetzt bin ich jemand, der fast nie auf Bücher wartet. Also ich kriege das irgendwie auch immer erst mit, wenn die tatsächlich erscheinen. Aber diesen Frühling hatte ich ausnahmsweise wirklich ein Buch, auf das ich gewartet habe, was ich sogar vorbestellt habe. Und zwar ist das Mouthful of Forevers von Clementine von Radix. Ich habe euch schon mal gesagt, dass ich die über Tumblr kenne. Und da hat sie halt schon vorher angekündigt, mein Buch kommt demnächst raus, ihr könnt es schon vorbestellen. Und das ist die einzige Vorbestellung, die ich gemacht habe. Deswegen die einzige Antwort, die ich geben kann. Frage Nummer 3. Zeige ein Buchcover, bei dem du an Frühling denkst. Da habe ich mich jetzt mal für The Long Earth von Terry Pratchett und Stephen Baxter entschieden, weil viel Grün, ein weites Feld, bla bla bla. Aber ich muss zugeben, dass ich das jetzt wirklich nur gezielt für den Tag herausgesucht habe. Also ich gucke dieses Buch nicht an und denke mir, oh, Frühling. Also es ist eher so notgedrungen jetzt ein Buch gesucht. Frage Nummer 4. Wo wirst du diesen Frühling lesen? Höchstwahrscheinlich drinnen und in der Straßenbahn, weil ich erstens Heuschnupfen habe, zweitens Temperaturen so ab 21 Grad nicht mehr besonders leiden kann und drittens eine faule, bequeme Sau bin und ich mag die kleine Dulle in unserem Sofa, die durch meinen Hintern entstanden ist und möchte mich da eigentlich kaum fortbewegen. Nummer 5. Finde ein Cover mit einer Sonne darauf. Das war recht einfach. Das magische Labyrinth, das ist aus dem Flusswelt-Zyklus von Philip Pullman. Natürlich von Philip Pullman, seht ihr das nicht? Von Philip Jorge Farmer. Ein Science-Fiction-Werk, bei dem die Prämisse ist, dass nicht alle, aber sehr, sehr, sehr viele Menschen entlang eines unglaublich langen Flusses wiedergeboren werden und dort noch einmal miteinander auskommen müssen. Und wie gesagt, das sind mehrere Bände, 7 oder so. Und die Frage ist, warum? Wie kann das sein? Wer hat das gemacht? Ist das natürlich passiert? Die Menschen wissen jetzt, es ist für alles gesorgt. Man hat immer so eine kleine Essenskapsel dabei. Und es ist halt das große Mysterium, wie das geschehen konnte. Frage Nummer 6. Was sind deine Lieblingsfrühlingsbücher? Ich glaube, ich habe keine. Ich weiß auch nicht genau, was Frühlingsbücher sind. Also ich lese Bücher nicht in bestimmten Jahreszeiten und ich habe ehrlich gesagt auch kein Buch, was mich an den Frühling erinnert. Selbst wenn ich Bücher im tiefsten Schneesturm gelesen habe, verbinde ich die, glaube ich, trotzdem nicht mit der Jahreszeit. Also keine so richtige Antwort leider. Und Frage Nummer 7. Finde ein Buch mit vielen verschiedenen Farben. Da habe ich mich für ein noch ungelesenes entschieden, nämlich das Lied der Freiheit. Hier ist, es sieht zwar nicht sehr bunt aus durch dieses ganze Schwarz hier oben, aber eigentlich ist jede Farbe drauf, die man sich so wünschen kann. Blau, Gelb, Grün, Rot, Braun, Grau, Schwarz natürlich, Rosa sogar, also eigentlich alles vertreten. Und in der letzten Frage werde ich eher aufgefordert, andere Leute zu taggen. Ich möchte ehrlich gesagt niemanden direkt taggen, auch wenn ich mich sehr gefreut habe, dass es diesmal andersrum so geschehen ist. Aber mir persönlich ist der Tag etwas zu unbuchspezifisch, falls das ein Wort ist, weil man ja eigentlich nur so über die Cover redet. Das heißt, wenn ich dann irgendwann mal weiter tagge, dann wahrscheinlich bei einem Tag, wo es so mehr um die Bücher an sich geht. Aber ich möchte nochmal Danke sagen an Winky Books, dass ich getaggt wurde. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, weil ich auch beim Schauen ihres Videos auf die meisten Fragen dachte, keine Ahnung, was soll ich denn da für ein Buch finden? Aber dann beim Suchen im Regal hat es mir wirklich Spaß gemacht. Und das war's auch schon. Vielen Dank fürs Zuschauen. Vielleicht sehen wir uns das nächste Mal. Bis bald.